Ja, Daniel Heike ist bei mir, Mannschaftskapitän VfB Lübeck. Daniel, ihr wurdet gerade eben nochmal grandios von den Fans verabschiedet. Das sah jetzt nicht so aus, als wenn ihr kurz vor Schluss quasi den Sieg noch aus der Hand gegeben habt. Wie habt ihr das heute empfunden? Ich glaube, man muss ehrlich sein, das ist ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, der VfB Oldenburg hat sich das verdient, hat nicht viel zugelassen. Lediglich bei Standards waren wir, beziehungsweise Rot ist gefährlich gegen uns. Allerdings haben wir uns da vorne auch nicht viel rausgespielt heute. Deswegen ist es leider Gottes, muss man ehrlich sein, der Punkt verdient. Wir hätten nachlegen können, müssen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben es auch nicht geschafft, dann diese eine Situation noch wach zu bleiben. Leider Gottes. Holst du dann halt nur einen Punkt. Ja, genau so ist es. Es fing ja nicht optimal an mit der Führung. Woran hat es gelegen, dass am Ende 7 Minuten vor Schluss dann das nicht mehr gerettet werden konnte? Ja. Und wie weit hat vielleicht auch die Hitze noch am Ende die Kräfte zehren lassen? Ja, die Hitze wiederholst du in die Karten, wenn du führst. Also keine Ausrede, wir haben einmal gepennt und einmal nicht wach. Und dann kriegst du halt so die Hitze einfach. Aber nochmal, die Fans, die wir gerade veranstaltet haben, sehr zu nennen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir mitnehmen, dass wir eine Einheit werden können. Dafür müssen wir alle zwei, beziehungsweise jede Woche uns auf den Rasen bringen. Und dann kann das hier richtig geil werden. Wie gesagt, was man heute gesehen hat, hier auch von den Fans überragend. Ich glaube, man kann uns vom Einsatz her nicht fordern. Jetzt geht es in der englischen Woche weiter, Pokal am Dienstag und dann kommt Jeddelo. Ich glaube, die Zuschauer, die heute hier waren, trotzdem haben alle Gründe gesehen, wiederzukommen, oder? Ich hoffe, also wir holen uns rein. Ich hoffe, sie bringen noch ein paar mehr mit. Spielt immer lieber vor einem vollen Stadion. Wenn die Jungs wiederkommen und die gerne wiederkommen, dann ist das schon gut. Super, vielen Dank. Ja, Daniel Franziskus ist hier, Neuzugang von VfB Oldenburg heute gleich. Erstes Spiel gegen seine alten Kollegen, die hast du vorhin empfunden? Ja, war natürlich ein schönes Gefühl. Ne? Gerade hier im Stadion war auch ein bisschen was los. Die alten Jungs auch zu sehen, natürlich, hat mich auch gefreut. Aber ja, letztendlich wäre ich mit dem Sieg zufriedener gewesen. Für dich fing es optimal an. Hast gleich in der 4. Minute getroffen. Ja, besser kann man sich einen Endstand, glaube ich, beim neuen Verein, auch noch gegen den alten, dann nicht vorstellen. Nee, das stimmt schon. Also das Tor hat mich echt gefreut. Wie gesagt, leider ein Tor zu wenig. Ne? Also ich hätte hier lieber 3 Punkte mitgenommen, hätte kein Tor geschossen, sage ich mal. Aber na klar, erstes Spiel, erstes Tor. Fühlt sich natürlich gut an. Ja, Freistoß war auch noch mal knapp in der ersten Halbzeit, den hat der Torwart gut rausgefischt. Ja, ich glaube sogar, dass er ein Stück spekuliert hat, dass er da, aber den holt er echt gut raus. Aber ja gut, vielleicht das nächste Mal. Ich wurde grandios verabschiedet von den Fans. Da war keine Enttäuschung zu spüren, dass ihr kurz vor Schluss den Ausgleich gekriegt habt. Das hilft, oder? Auf jeden Fall, das baut einen auf. Respekt an die Fans, ehrlich, Hut ab. Die brauchen wir, um unser Ziel zu verwirklichen. Und was die heute wieder abgeliefert haben, genau das brauchen wir und das muss genauso weitergehen. Super, vielen Dank, schönes Wochenende und viel Erfolg gegen Jeddelo nächste Woche. Dankeschön. So, danke. Yannick Deichmann ist bei mir. Yannick, dein Fazit nach dem Spiel, nach dem späten Ausgleich. Ja, ich denke, dass wir gut angefangen haben und auch verdient in Führung gekommen sind. Haben dann vielleicht ein bisschen hinten raus zu nachlässig gespielt, hätten auf das zweite Tor noch mehr Druck machen müssen. So kriegen wir ärgerlich in der 85. Minute, glaube ich, das 1-1 und müssen damit jetzt leben. Ist ja auch eine englische Woche wieder jetzt hier in den nächsten beiden, deswegen müssen wir auch den Blick direkt wieder nach vorne richten. Dann geht es ja auch schon am Mittwoch zum Pokal und danach nach Jeddelo. Ich denke, wir müssen mit dem Punkt jetzt leben und zusammen weiter arbeiten und dann wird daraus was entstehen. Man holt sich aus solchen Dingen ja trotzdem immer die positiven Dinge, an die man sich aufrichten kann. Zum einen waren es sicherlich die Fans, die euch grandios verabschiedet haben. Was nehmt ihr noch mit, um gegen Jeddelo vielleicht dann auch 3 Punkte zu holen? Ja, auf jeden Fall, das möchte ich jetzt auch nochmal hervorheben. Das war Wahnsinn. Also nach dem Spiel, wie die uns hier noch den Rücken gestärkt haben. Das war aller Ehren wert und das, glaube ich, kann jeder Verein von sich behaupten und großes Kompliment. Ich glaube, das wird in dieser Saison auch ein richtiges Pfund werden, wenn wir zusammenstehen, auch in schwierigeren Zeiten oder in guten Zeiten, dass die immer da sind und da müssen wir uns auch bedanken dafür, dass das so ein Wahnsinns-Support war. Super. Okay, vielen Dank und schönes Wochenende. Ne? Danke.